Hi, herzlich willkommen bei Tactical Dad Germany. Mein Name ist Marcel und ich habe heute die Videoantwort für Daniel zu der Frage, warum zur Hölle ich eine Schreckschusswaffe mit mir führe. Ja, also wir reden hier über so ein Gerät. Ja. Ganz normal, Smith & Wesson, hier eine Knallpatrone und darunter seht ihr schon, ja doch, seht ihr, da ist Tierabwehrmunition. Warum ich das Ganze jetzt mitführe, darüber möchte ich heute mit euch reden. Und wenn euch interessiert, warum das so ist, dann bleibt dran. Ja, also ich habe mir zu Anfang überlegt, ich möchte ein bisschen so mit euch quatschen und später werde ich ein bisschen auf die deutsche Statistik eingehen für 2017 des Bundeskriminalamtes. Und ja, warum 2017? Weil 2018 noch nicht erstellt worden ist. Es wird wahrscheinlich so im Mai irgendwann fertig sein. Und ja, dann ist jetzt die große Frage, warum führt man überhaupt so ein Ding mit? Ja, natürlich im Grundsatz erstmal, um sich selber zu verteidigen. Ja, gegen was? Gegen Straftäter, gegen eventuelle Hunde oder nicht um sich selbst zu verteidigen, sondern um in einer Notfallsituation vielleicht Nothilfe zu leisten. Was mir immer da im Kopf rumschwebt, sind so Leute, die sind ein bisschen ballaballa. Zum Beispiel letztes Jahr in Hamburg ist einer mit einem Messer rumgerannt und hat da Angst und Schrecken verbreitet. Ja, gut, wenn du jetzt eine Schreckschusswaffe beigehabt hättest, nimmst das Ding, rotzt ein Magazin Tierabwehrmunition drauf, also Pfeffermunition. So, und dann lässt er schon freiwillig das Messer fallen, um sich die Augen zu reiben. Also mache ich mir gar keinen Kopf drum. Das sind so Situationen, in denen ich denke, eine Schreckschusswaffe könnte helfen. Ja. Natürlich gibt es auch noch andere Sachen. Ja, da gibt es Tierabwehrsprays, Pfeffersprays, da gibt es verschiedene Ausführungen. Ich habe jetzt hier eins mit, zum Beispiel nur zu Vorführungszwecken, ja, von K.O. Das kriegt ihr in jedem DM. Ja, das ist jetzt hier mit Sprühnebel. Sprühnebel macht für mich jetzt nicht wirklich Sinn, weil sprühen kann ich auch mit der Schreckschusswaffe. Die haut ja auch so eine Wolke raus und das ist nichts anderes eigentlich. Ist halt ein bisschen kompakter und nicht so ganz so aggressiv wie das, was in der Tierabwehrmunition drin ist. Ja, wozu sind die hier gut? Also ich würde so ein Ding mit Sprühnebel grundsätzlich nur benutzen, wenn wir wirklich in einer absoluten Notwehrsituation sind und da läuft einer. In einer Notwehrsituation sind und irgendwie am Boden liegen, kauern und du hast fünf Leute über dir, dann kannst du so machen und kannst sprühen. Ja, da triffst du wahrscheinlich 1, 2, 3 mit oder auch alle und dann hast du Ruhe, kannst dich verpissen, wenn du noch laufen kannst. Ja, in so einer windigen Stadt oder wo viel Wind herrscht, würde ich das nie benutzen, weil dafür ist es zu windanfällig. Ja, das habt ihr bei einer Schreckschusswaffe nicht. Die ballert nach vorne hin, ja, durch den ganzen Druck, der da natürlich entsteht. Ja. Dann gibt es zu dem Pfefferspray, da gibt es ja auch noch ballistisches Strahl-Pfefferspray. Ich habe heute meinen Sprachfehler, seid mir nicht böse. Ja, das kann man natürlich benutzen, wenn man angegriffen wird, ja, um eine Fremdgefährdung auszuschließen oder auch eine Gefährdung von sich selbst abzuwenden. Ja, man kann nachjustieren eventuell, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nicht getroffen, dann ziehst du einfach ein bisschen höher und der Strahl, der geht mit. Das ist schon super, das ist nicht schlecht. Das hat jetzt meine Lebensgefährtin mit, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Ja, dann haben wir zur nächsten Sache, dann gibt es Pfefferspray mit Gel. Und dieses Gel, das setzt sich da, wo man trifft, hoffentlich im Gesicht, setzt sich das ab und das bleibt da. Das ist also eine Fremdgefährdung komplett ausgeschlossen. Und sowas empfehle ich dann auch, wenn es in Richtung geht ÖPNV, ja, öffentliche Verkehrsmittel oder sonst irgendwas. Da kann man besser mit so einem Pfeffergel arbeiten, um nicht noch andere Menschen, Kinder oder wen auch immer um sich herum zu gefährden. Ja, man sollte immer, egal welches Defensivmittel man einsetzt,
immer darauf achten, dass man nicht sich selbst oder andere dadurch gefährdet oder verletzt. Dann muss natürlich auch immer auf die Verhältnismäßigkeit geachtet werden. Ja. Ich denke, das versteht sich aber von selbst. Ja, dann gibt es noch, ich bin absoluter Freund von dem JPX Pfeffer, von der JPX Pfefferpistole. Mir selbst ist das Ding aber zu klobig, also es ist genauso groß wie die Schreckschusswaffe mit 16 Schuss. Oder die Version hat jetzt 12, da gibt es noch eine mit längerem Magazin, die hat dann 16. Ist mir aber zu klobig und deswegen habe ich hier am Knöchel immer mit ein Guardian Angel 2. Ich halte ihn mal ein bisschen in die Kamera. Das ist ein Guardian Angel 2. Das ist quasi der JPX als kleiner Derringer. Und ich stecke den mal eben wieder weg. Mit. Also rausholen ist mal einfach und reinstecken ist mal fummelig. Das ist aber gar nicht schlimm, weil in der Gefahrensituation musst du ja rausholen. Und meistens kannst du danach in Ruhe wegstecken. Deswegen ist das alles gar nicht so schlimm und deswegen verstehe ich auch manche Rezensionen von irgendwelchen Holstern nicht. Ja, die Waffe, die geht so schwer an das Holster rein, das ist nicht schlimm. Raus musst du schnell. Rein ist egal, habt da Zeit. Ja, gut. Und diese Pistole, die hat mir tatsächlich schon ein paar Mal in den Arsch gerettet bei wilden Tieren. Oder bei Hunden oder wobei auch immer. Ja, und dabei ist es nicht mal wichtig, dass ihr die genau wie bei einem Menschen hier in diesem Bereich hier trefft, sondern bei einem Tier ist es egal, wo ihr das trefft, weil aus Reflex wird es erstmal gucken, oh, was war das? Und ist dann mit der Nase genau da drin. Ja, ich habe also zum Beispiel meinen Hund an der Hüfte getroffen und der Hund hat dann mit seiner Nase ist er sofort an die Hüfte und hat dann gemerkt, oh scheiße, das war ein Fehler und hat sich verpisst. Ja. Und so wurde ich dann ausnahmsweise nicht gebissen. Ist so, muss man immer überlegen. Das Gute ist, das ist für weder für Mensch noch für Tier hat es irgendwelche Nachwirkungen. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Natürlich kann man mit einer Schreckschusswaffe oder sonst wo nicht in geschlossenen Räumen arbeiten. Eine Schreckschusswaffe darfst du nicht mit auf öffentliche Veranstaltungen nehmen. Das darfst du aber auch bei Pfefferspray und so nicht. Ja? Wenn du da intelligent bist, nimmst du so einen Kugelschreiber mit. Ja? Als Kubotan benutzen kannst. Oder hey, du guckst dir mein anderes Video an, ich habe mein Video gedreht, Selbstverteidigung mit Alltagsgegenständen, ja, findest du bei mir auf dem Kanal, guck dir einfach an und ja, schreib mir in die Kommentare, was du davon hältst, ob du auch lieber eine Schreckschusswaffe bei hast oder wie du dich halt so auf diese ganzen Situationen vorbereitest. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt mal ein bisschen auf den Spickzettel gucken muss, weil diese ganzen Statistiken, ich habe die nicht im Kopf. Ja. Wir müssen also einmal drüber reden. Ich habe hier so ein bisschen was aufgeschrieben. Ja. Über die Polizeistatistik 2017. Und ich habe mir jetzt nur die Straftaten rausgesucht, wo wirklich eine häufige Zahl begangen wurde. Ja, da haben wir also hauptsächlich, also ich gehe jetzt auch nach Gruppen durch. Ich werde jetzt nicht jeden Paragraph einzeln vorlesen oder so. Das ist mir auch zu trocken. Das ist selbst mir zu trocken. Ich hoffe, ihr bleibt dran bis zum Schluss. Da ist nämlich dann noch zum Ende eine erschreckende Zahl, die überbleibt. Ja, also, los geht's. Wir haben also zum einen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, dann Vergewaltigung, Vergewaltigung durch Gruppen, sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe und ja, über Missbrauch von Kindern will ich hier überhaupt nicht reden. Das ist mir zu krass und man sollte die Augen nicht davor verschließen, aber das ist kein Thema, mit dem ich euch jetzt belasten möchte. Ja, wer sich für solche Statistiken interessiert, ja, das kann man sich alles angucken, ausdrucken. Da gibt es Excel-Tabellen auf der Seite vom BKA, auf der Polizeiseite, Polizei, Landespolizei, NRW oder wo auch immer. Ja. Und ja, aus der Statistik geht natürlich hervor, dass bei diesen ganzen Sexualdelikten hauptsächlich Frauen, jugendliche Frauen und Kinder, natürlich auch Mädchen, betroffen sind und als Opfer gewählt werden.
Im Gegensatz zu anderen Delikten, da haben wir zum Beispiel ja, seht ihr, und genau deswegen mache ich mir Notizen. An der Stelle möchte ich gerne nochmal allen Frauen sagen, Leute, passt auf euch auf. Frauen dieser Welt, egal ob jung, alt, klein, groß, lernt Kampfsport. Nehmt etwas mit, um euch zu verteidigen. Ihr werdet gegen einen großen, starken Mann nie 100% ausrichten können. Also müsst ihr aufstocken. Ihr müsst euch verteidigen. Bringt euren Kindern Kampfsport bei. Sie werden es vielleicht am Anfang nicht mögen. Aber später werden sie es euch danken. Ja, ich hoffe, die Message ist angekommen. Always prepared, immer vorbereitet sein. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, immer zu gucken, komme ich jetzt gerade in eine Gefahrensituation oder kann ich mich dann noch irgendwie rumbewegen. Ja, dass wenn ihr als Frau unterwegs seid abends und ihr seht da eine Gruppe von Männern, ob ihr da jetzt direkt durchlauft oder ob ihr vielleicht die Straßenseite wechselt, kann vielleicht von eurem, ja, das kann, ich bin, das, also mir fehlen da jetzt gerade die Worte, aber das kann entscheidend sein für euer weiteres Leben. Also immer Augen offen halten und geht immer davon aus, ja, ich sage immer, seht das Gute im Menschen, aber geht immer davon aus, dass es auch Situationen gibt, die euch gefährlich werden können. Ja. Das dazu. Zu einer anderen Statistik. Wir haben natürlich auch nicht nur Sexualdelikte. Wir haben auch Eigentumsdelikte zum Beispiel. Das heißt Raub, Diebstahl, was auch immer. Und da ist es statistisch so, dass eher Männer ausgeraubt werden. Und die sind meistens in einem Alter von 16 bis 20 Jahren. Also das ist so die Hauptstatistik, die sagt, oh, da ist eine Menge. Ja. Weitere häufige Delikte, die vorkommen, sind Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit, heißt also, wir haben Körperverletzungen, schwere Körperverletzungen und so weiter. Ja, Stalking, Nötigung, Erpressung, ja, und dann haben wir natürlich noch einige Fälle von grundsätzlichen Gewaltverbrechen. Ja. Ba, 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 ba. Lass mich mal ganz kurz einmal hier die Seite überfliegen und dann bin ich sofort wieder da. Ja, und zwar gegen die, um die Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit zu sprechen, ungefähr ein Drittel davon werden mit einem Tatmittel begangen. Das heißt, wir haben also zwei Drittel eine einfache bzw. eine normale Körperverletzung und ein Drittel ist dann gefährliche und schwere Körperverletzung. Gefährliche Körperverletzung heißt es, wo ein Tatmittel eingesetzt ist. Das heißt, ich hau dir mit einem Schlagring was vor die Fresse, ich nehme ein Messer und stech zu oder sonst irgendwas. Ja, oder schwere Körperverletzung ist so, dass tatsächlich das Opfer bleibende Schäden davon trägt und das müsst ihr euch reinziehen, das ist ein Drittel von allen KV-Fällen, ja? Und das sind auch nur die Delikte, die angezeigt wurden, die da in dieser Statistik stehen. Deswegen mache ich mir sehr, sehr Sorgen um die Dunkelziffer, wie viele Menschen da ausgeraubt oder zusammengeschlagen werden, die einfach nichts tun, die das mit sich machen lassen und dann einfach das hinnehmen. Ja, wegen solchen Menschen trage ich zum Beispiel eine Schreckschusswaffe bei mir. Ob die jetzt auf mich losgehen, was meistens nicht der Fall ist, weil ich nicht das typische Opfer bin und mich auch nicht so gebe. Ja, das hat psychologische Aspekte, da können wir gerne irgendwann in einem anderen Video auch nochmal drauf eingehen. Und, aber ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch und sehr gesetzestreu, deswegen überlege ich immer so, was passiert, wenn du mal in so eine Situation kommst, wo du wem anders vielleicht damit helfen könntest. Ja. Und auf diese Situation bin ich gerne vorbereitet.
as prepared. Ja. Gut, dann haben wir eine Schusswaffenstatistik. Die wird nochmal extra aufgeführt und die werde ich auch extra ansprechen, weil, ich muss mich mal kurz vor der Sonne ein bisschen verdrücken, so, weil man sagt ja immer, das ist mit einer Schreckschusswaffe zu einer Schießerei gehen, ist wie, als wenn du mit einem Messer zu einer Schießerei gehst. Ich habe da eine ganz andere Ansicht von, deswegen gehe ich da jetzt nochmal explizit drauf ein. Und zwar wurden im Jahr 2017 4200 Fälle von Freiheits- und Eigentumsdelikten mit einer Schusswaffe begangen. Das heißt, wir haben 4200 Delikte, wo eine Schusswaffe zum Einsatz kam. Ja? Die meisten Fälle davon wurden in Nordrhein-Westfalen registriert. Gut, Nordrhein-Westfalen ist riesig. Das sollte erklären, warum es auch so viele hier gibt. Die nächstgrößere Zahl ist Niedersachsen. Und dann kommt Bayern direkt im Anschluss. Ja. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, da halte ich mich jeden Tag auf. Ja. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen und ich mache Urlaub in Niedersachsen. Ja. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so doof, vielleicht sich auch gegen sowas zu wappnen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wir haben ja, wenn mich jetzt jemand mit einer Schusswaffe bedroht, und ich bin im gleichen Atemzug genauso schnell und hau dem zwei, drei Patronen Pfeffer entgegen. Weil die meisten Täter, die drohen nur mit einer Schusswaffe. Zu, möchte ich jetzt sagen, zu 60% sind das, also das ist jetzt keine Statistik, aber das ist so mein persönliches Empfinden. Zu 60% sind das eh alles nur Schreckschusswaffen. Also ihr spielt da nicht echte Waffe gegen Schreckschusswaffe, sondern Schreckschusswaffe gegen Schreckschusswaffe. Und die meisten Täter, die drohen halt einfach nur damit. Und weil diese Angst so groß ist, geben die Leute halt das ab, was sie abgeben. Ja, hier habt ihr meinen Schmuck, hier habt ihr dies, hier habt ihr das. Nein, mache ich nicht. Entweder nehme ich ihm die Waffe ab oder ich schieße zurück. Und wenn ich schieße, dann mit Pfeffer. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es eine echte Waffe ist und ich kriege gerade so eine volle Ladung Pfeffer ins Gesicht. Ich werde doch nicht wie wild geworden, ohne dass ich was sehe, in der Gegend rumballern. Mach ich nicht. Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dich trifft, wenn er nichts sieht? Also wenn er mich fragt, ist die sehr, sehr gering. Und deswegen, deswegen halte ich da nichts von dieser Aussage, eine Schreckschusswaffe hat keine Wirkung gegen eine richtige. Man muss nur wissen, wie man es einsetzt und sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Ja, so und dann möchte ich jetzt noch mal einmal gerne auf dieses Thema die bösen Ausländer zurückgreifen. Also wenn man jetzt alle Straftaten zusammennimmt in der ganzen Bundesrepublik Deutschland, dann sind das 700.000, ich habe mich verlesen, sorry, alles zurück, ja. Da werden 1,4 Millionen Tatverdächtige zu irgendwelchen Straftaten sind Deutsche. 1,4 Millionen Deutsche, die tatverdächtig sind in Straftaten. So. Dazu kommen nur 700.000 Ausländer. Und von diesen 700.000 Ausländern haben wir, ich mache jetzt immer nur 300.000 Migranten, ja, die Straftaten begehen oder als Täter dafür in Frage kommen. Frage ich mich, sind die Deutschen doppelt so schlimm? Oder wenn man jetzt nimmt, wie die Migranten, dann sind die Deutschen dreimal so schlimm. Warum also haben alle Angst vor irgendwelchen Ausländern oder Migranten oder Zuwanderung oder was auch immer? Leute, ich unterscheide Menschen schon lange nicht mehr in Hautfarbe, in Sprache oder sonst irgendwas. Ich unterscheide Menschen in zwei Kategorien. In Arschloch und Nicht-Arschloch. Ja? Und dabei ist mir vollkommen egal, wie groß der ist, wie breit der ist, wie klein der ist, was für eine Hautfarbe der hat, welche Sprache der spricht oder sonst irgendwas. Es gibt nur Arschloch und nicht Arschloch. Schlägst du deine Frau, bist du ein Arschloch. Schlägst du deine Frau nicht, bist du halt nicht ein Arschloch. So, Ende. Ganz, ganz einfache Kiste. Ja. So viel zu den
bösen, bösen Ausländern. Ist alles Sarkasmus, Leute. Ich bin wirklich keinerlei rechts oder so, macht euch da mal keinen Kopf. Ja, es wurden 2017 circa 560.000 Fälle von Delikten gegen die körperliche Unversehrtheit erfasst. Also 560.000 Fälle. Ja. Davon sind 395.000 zu der einfachen Körperverletzung. Das ist das, was wir vorhin angesprochen hatten, das ein Drittel. Ja. Das heißt, wir haben noch 165.000 Delikte, in denen eine gefährliche oder schwere Körperverletzung begangen wurde. Und da Schusswaffen laut Statistik hauptsächlich bei Raub, Erpressung, Nötigung, Freiheitsberaubung oder sonst irgendwelchen Dingern zum Einsatz kommen, nehme ich die jetzt einfach mal aus dieser Statistik raus. Ja? Das heißt, wenn wir diese Schusswaffengeschichte ausschließen, haben wir 165 Millionen Fälle, registrierte Fälle, unregistrierte weiß ich nicht, ja, wo ein Tatmittel, ein stumpfer Gegenstand, ein Stock, ein Messer, Pfefferspray, ein Teleskopschlagstock, ein Baseballschläger, eine Eisenstange oder sonst irgendwas zum Einsatz kam. Ja. 165.000 Fälle. Schon eine Hausnummer, ne? Ja. Von diesen 165.000 Fällen von gefährlicher oder schwerer Körperverletzung wurden ca. 30.000 mit einem Messer begangen. Also 30.000 Messerangriffe in Deutschland, bundesrepublikweit. Das ist schon eine krasse Zahl, oder? Ja. Und jetzt kommt was, das habe ich für mich so nie erwartet, aber für mich als Hundebesitzer und wenn ich regelmäßig draußen bin, ist das eine Zahl, die absolut wichtig ist. Ja, da haben wir 8,7 Millionen registrierte Hunde bzw. Tierattacken, die mit einem Biss geendet haben oder mit einem Biss geendet sind. 8,7 Millionen. Ist das eine Hausnummer? Ja gut, es ist Bundesrepublik weit, aber wie sich das verhält, da werde ich jetzt nochmal drauf eingehen. Ne? Ich quatsche nämlich schon wieder viel zu lange und zum Schluss habe ich jetzt hier nochmal eine kleine Rechnung. Also wir haben 8,7 Millionen von Tierangriffen. Dann haben wir 560.000 Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit, 4.200 Überfälle mit Schusswaffen und 11.282 Fälle von Sexualstraftaten insgesamt. Das macht bundesweit 9.275.482 Fälle. 9.275.000 und ein paar kaputte. Ja? Teilt man das jetzt durch die Bundesländer, dann haben wir pro Bundesland, ich habe jetzt in Größe nicht unterschieden, sondern einfach nur in Anzahl. Ja? Das heißt natürlich, in Nordrhein-Westfalen ist mehr als in Hessen zum Beispiel. Ja? Aber es ist erstmal nur eine Zahl durch die Bundesländer. Ja? Haben wir 579.718 Fälle pro Bundesland. Ja? Es gibt in Deutschland 700 mittelgroße bis große Städte mit unterschiedlichen Einwohnerzahlen, wobei auch wieder berücksichtigt werden muss, manche Stadt ist größer und manche nicht. Ja, haben wir pro Stadt im Jahr 13.250 Fälle. Klingt erstmal nicht viel, weil es ist ja ein ganzes Jahr. Ne? Jetzt teilen wir das pro Stadt durch 12 Monate. Da haben wir 1104 Fälle pro Stadt im Monat. Also 1100 Delikte, die angezeigt werden. Ja? Wir reden nicht von einer Dunkelziffer. 1100 Fälle, die angezeigt werden im Monat pro Stadt in Deutschland. So, und die letzte und erschreckendste Zahl an der ganzen Geschichte ist, wie sieht das Ganze pro Tag, pro Stadt aus? Ja. Wir haben pro Tag
wenn man durch 365 Tage rechnet, pro Stadt ungefähr 36 Delikte, die begangen werden. Ob er jetzt in einer großen Stadt wohnt, wo es wahrscheinlich ein bisschen mehr ist, oder in einer kleinen Klitsche wohnt, wo ein paar hundert Leute wohnen, wo es ein bisschen weniger ist. Ja? Aber 36 pro Tag. Und jetzt könnt ihr selber entscheiden, ist es für euch wichtig, aus diesen 36 Delikten am Tag vielleicht aus einer, die euch vielleicht erwischen könnte, wie hoch die Prozentzahl ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Ne? Wollt ihr da lebend rauskommen? Oder ohne bleibende Schäden? Oder ohne irgendwas? Oder wollt ihr auch vielleicht nur wem anders helfen? Wollt ihr, dass eine Frau nicht von der Gruppe vergewaltigt wird? Wollt ihr, dass eine Frau nicht durch ihren Mann geschlagen wird? Wollt ihr vielleicht ein kleines Kind von einem Hund retten, der gerade herrenlos ist und durch die Gegend eiert? Oder sonst irgendwas? Für all diese Fälle bin ich vorbereitet. Oder versuche es vorbereitet, oder versuche vorbereitet zu sein. Niemand ist 100%. Ja? Aber das ist der Grund, lieber Daniel, warum ich eine Schreckschusswaffe bei mir trage. Um einfach jede Situation aus dem Weg zu gehen. Ich werde immer die Verhältnismäßigkeit wahren und das mildeste Mittel einsetzen, um meine Interessen oder die des Opfers, welches ich beschützen möchte, durchzusetzen. Ja? Das heißt, kann ich mit so einem taktischen Stift was anfangen, werde ich den benutzen. Ja? Bin ich in der Bahn und bekommt einer meine Achse entgegen, dann nehme ich den Guardian Angel, ja? Weil das Ding schießt 5 Meter gegen den Wind ohne Fremdgefährdung. Absolut geil. Aber ich muss zielen und ich habe nur 2 Schuss. Viele Menschen in Gefahrensituationen können das nicht. Ja? Und für all diejenigen, die sich, egal was sie anschaffen, ob ein Pfefferspray, ein Guardian Angel oder ein Messer oder sonst irgendwas, ja, um sich selbst zu verteidigen, lernt den Umgang damit. Ein sicherer Umgang ist dafür da, um euch nicht zu verletzen und auch jemand anderes nicht zu verletzen. Ja, und jetzt möchte ich, dass ihr euren Sonntag genießt. Und bis dahin, ciao, euer Tactical Dad.